Wenn im Autorückspiegel ein Radfahrer im gelben Trikot auftaucht, ist das kein gutes Zeichen. Diesen Schock musste ein leichtsinniger französischer Journalist bei der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France verkraften. Bei der kurvigen Talabfahrt raste auf einmal der gesamtführende Vincenzo Nibali von hinten heran und wurde ausgebremst. Zum Glück blieb die unliebsame Begegnung ohne negative Folgen für den Italiener. Er verteidigte souverän sein gelbes Trikot und nimmt mit komfortablem Vorsprung auf den Spanier Alejandro Valverde die beiden wohl entscheidenden Hochgebirgsetappen am Mittwoch und Donnerstag in Angriff. Nibali könnte als erster Italiener seit Marco Pantani 1998 die Tour gewinnen.